Nachdem ich euch in dem ersten Teil der Spessart-Reihe Weibersbrunn und Aschaffenburg vorgestellt habe, besuchen wir heute die Schneewittchenstadt Lohr am Main. Spieglein, Spieglein an der Wand. Aus dem Märchen Schneewittchen und die sieben Zwerge der Gebrüder Grimm kennen sicherlich viele von euch. Dieser Spruch hat seinen Ursprung in Lohr am Main. Das echte Schneewittchen mit bürgerlichem Namen Maria Sophia, Margareta Katharina Freifräulein von Erthal kommt aus Lohr und überall in der Stadt sind Hinweise darauf zu finden. Auch die Zwerge gab es wirklich. In der Nähe von Lohr befanden sich Bergwerke, in der meist Menschen arbeiteten, die körperlich nicht sehr groß waren. Ihre Arbeitskleidung ähnelte Umhängen, die Kapuzen ähnlich aussahen. So kommen Wahrheit und dichterische Fantasie zusammen. Heute habe ich mir tatkräftige Unterstützung von Ernst Bilz, dem engagierten Natur- und Landschaftsführer, geholt, der uns auf seine Art kompetent und humorvoll den Spessart näher bringen wird. Wir starten unsere Runde durch Lohr am Mainufer und hören gespannt auf die von Ernst Bilz vorgetragenen Informationen. Ist ein bisschen hinderlich, weil nur in der Mitte können die Binnenschiffe durchfahren. Und da müssen die sich wirklich absprechen, dass das alles so klappt. Und ein Schiffmann ist da oberhalb von der Brücke mal richtig an Land gefahren. Der ist wirklich vom Fluss aus 20 Meter mit dem Bug auf Land gefahren. Und da war die ganze Schifffahrtsstraße gesperrt. Und am nächsten Tag war am Bug von dem Schiff ein Schild gestanden. Dieser Schiffsführer wurde von einer blonden Frau auf dem Bayersturm so irre gemacht, dass er an Land gefahren ist und diesen Unfall verursacht. Wie in der Lorelei. Lohr ist eine Schifferstadt und eine Fischerstadt. Die haben vom Fischfang und von der Schifffahrt gelebt. Und jetzt gehen wir mal durch die Altstadt. Jetzt sind wir auch an einem Brunnen. Und wenn wir uns den Brunnen jetzt mal angucken oder das Denkmal, den Stein angucken, und da sehen wir, der ist jetzt ganz grob gehauen und dann wird er immer feiner. Und aus diesem roten Buntsandstein, da kann man Figuren draus machen, da kann man Sandsteintrüge fertigen, Straßenbelege kann man da draus machen. Und wenn man mal genauer hinguckt, da sieht man alles, von was das Lohr gelebt hat. Vom Fischfang und vom Wasser, vom Main. Und die Fische sind aus Glas. Hier wurde nämlich Glas hergestellt in Lohr. Und dieses Glas, das hat man Waldglas genannt. Man konnte kein durchsichtiges Glas, kein helles Glas, wie man es heute kennt, herstellen, weil man die Materialien noch nicht hatte. Und deswegen war das grün. Und das hat man Waldglas genannt. Aha. Und da sind auch die Fische abgebildet, von denen man gelebt hat im Main. Vom Hecht bis zum Zander über die Forelle. Ist da alles zu sehen. Als dann die Glasherstellung überhand genommen hat in ganze Spessart, und da musste man die Glasherstellung einstellen, weil es konnte nicht jede Glashütte so richtig leben davon. Und da durfte dann nur in Lohr Glas hergestellt werden. Das war eine Glasmanufaktur. Und jetzt drehen wir uns mal um und gucken uns auf den Bayersturm. Und dieser Bayersturm, der war von einer Türmerfamilie besetzt, die Bayer geheißen hat. Und dieser Berufsstand ist von Generation zu Generation weitergegeben. Und da oben hat die Familie immer Tag und Nacht geguckt, ob keine Rauchwolke aufsteigt. Ah ja. Und wenn da eine Rauchwolke zu erkennen war von oben,
Und da wurde sofort Alarm geschlagen. Aha. Heute ruft man die, wählt man am Telefon die 112 und da kommt das rote Auto ja. Und dann kommt die Feuerwehr. Und jetzt gucken wir mal zu dem alten Rathaus. Guckt euch mal das Türmchen an. Das ist das Treppenhaus. Und wenn ihr genauer hinguckt, und da seht ihr auch die Fenster. Die Fenster sind schräg. Die sind der Treppensteigung angepasst. Also man hat früher schon ein bisschen fortschrittlich gedacht und man wollte auch was Modernes hier an das Schloss bringen. Und habt ihr den blauen Briefkasten gesehen da unten? Der passt natürlich besser zu dem ganzen alten Gebäude. Ein blauer Briefkasten, wie sie früher waren. Von dem Marktplatz geht es weiter durch die Innenstadt. Der ca. 6 Meter lange Elektrobus der Stadtwerke Lohr ergänzt als Lohrliner den öffentlichen Personennahverkehr. Er hat unter anderem einen Niederflureinstieg für einen bequemen Ein- und Ausstieg. Die Innenstadt mit ihren vielen Einkaufsmöglichkeiten lädt zum Verweilen und Shoppen ein. Die Häuser mit den Türmchen und Erkern galt früher als schick und die Besitzer zeigten damit an, dass sie reich waren. Ich hoffe, dass ich mit diesem Video einen Mehrwert für euch bieten konnte. Wenn ihr Tipps oder Anregungen habt, dann schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Zum Abschluss unseres Rundgangs durch Lohr kommen wir am Schloss mit dem interessanten Schlossplatz vorbei. Im Außengelände steht eine fahrbare Holzsägemaschine aus den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Auf dem öffentlich zugänglichen Schlossplatz wurde ein geodätischer Referenzpunkt aufgestellt. Der zentimetergenaue Kontrollpunkt dient zur Überprüfung von Navigationssatellitenempfängern. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich aus Lohr. Die nächste Station wird Wertheim am Main sein.